Wir hatten ja verschiedene Techniken kennengelernt. Methoden, Schleifen, Arrays. Und all das möchte ich heute einmal in einem größeren Anwendungsfall zusammenfassen und einmal ein etwas größeres Programm hier gemeinsam mit Ihnen entwickeln, dass Sie mal so sehen, wie die Dinge hier ineinander greifen, wie das alles so im Zusammenspiel funktioniert. Als Beispiel dafür möchte ich einen Sudoku-Solver entwickeln, und zwar einen ganz einfachen, also einen, der relativ doof ist, der nur Brute Force oder im Brute Force Verfahren, so nennt man das, wir das gleich noch erläutern, was das bedeutet, solche Rätsel lösen kann. Wer weiß nicht, was ein Sudoku ist? Wäre jetzt nicht schlimm, ich müsste da nur ein bisschen weiter ausgehen. Das ist jetzt nicht peinlich. Okay, also alle wissen das. Im Großen und Ganzen, das ist schön. Ich fange jetzt mal einmal mit einem Beispiel an und dann schauen wir uns mal an, worum es da eigentlich geht. So, dieses 9x9 Zahlenfeld kennen wir. Ich werde jetzt hier nur einmal die obere linke Ecke darstellen. So, die Idee so eines Sudokus ist ja, dass wir in so einem Feld Zahlen vorbelegt haben. Und dann soll man eine Lösung finden, wie sich die übrigen Zahlen so einordnen lassen, dass wir in so einem Block und in einer kompletten Zeile und in allen Spalten komplett jeweils immer nur eine Ziffer einmal haben. Also es geht um die Ziffern 1 bis 9, die hier eingetragen werden, und in jedem Block und in jeder Zeile und in jeder Spalte darf die entsprechende Ziffer nur einmal auftauchen. So. Dann könnte das jetzt sein, dass man in der Zeitung so ein Rätsel findet, halt mit solchen Vorbelegungen hier vielleicht. So, wie würde man jetzt vorgehen, wenn man das logisch lösen würde? Ja, dann würde man sich anschauen, welche Zeilen und Spalten sind jetzt vielleicht schon gestartet, und dann würde man drauf kommen, dass die 2 nur in diesen 4 Feldern sein kann, also in diesen 4 Feldern, und dass die 3 nur hier oder hier sein kann. Das setzt aber voraus, dass man ein bisschen klar ist. Der Solver, den wir hier bauen wollen, der soll ganz doof sein, der soll also mit stumpfem Ausprobieren das Sudoku lösen. Wenn wir jetzt mit Ausprobieren vorgehen, was wird denn dann passieren? In jedem Fall, oder sehr wahrscheinlich. Ja? Es wird sehr lange dafür brauchen. Also möglicherweise wird es lange dauern, aber was wird auf jeden Fall passieren, also was wird passieren, wenn wir was probieren? Ja? Wir werden die Lösung irgendwann erhalten. Ja, wir werden die Lösung irgendwann erhalten, aber was ist denn vorher? Was passiert denn vorher, bevor wir die Lösung haben? Ja? Viele Schleifen durchläuft. Viele Schleifen durchläuft, und wir werden, was wird denn auch passieren? Ja, viele Fehler, viele genau. Nichtlösungen. Wenn man was probiert, kann man das nicht nur das verschieben. So. Und ja, die natürliche Ordnung wäre jetzt, wir fangen oben links an und versuchen es einfach zeilenweise bis unten rechts zu lösen. Das wäre jetzt die Idee, die man als erstes hat. Wie fange ich denn dann jetzt hier an?
Wie geht's dir los? Wir haben das als Vorbelegung so da, und wie würde ich denn jetzt anfangen? Was würde ich denn jetzt da oben links machen? Ja? Eine 1 reinschreiben. Dann schreibe ich in eine 1 rein. Und immer wenn wir hier so eine Zahl eingetragen haben, müssen wir was tun? Ja? Gucken, ob das die Regeln erlauben. Genau, wir müssen dann schauen, ob die Regeln verletzt sind. Was ist, wenn die Regeln verletzt sind? Ja? Dann muss dann eine andere Zahl eingetragen werden. Ganz genau. So. Wie schauen wir jetzt, ob die Regeln verletzt sind? Ja, wir müssen prüfen, ob in diesem Block die Zahl, die wir da vermuten, schon mal vorkommt. Wir müssen schauen, ob sie in dieser Spalte schon mal vorkommt. Und wir müssen schauen, ob sie in dieser Zeile schon mal vorkommt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann die Zahl dort stehen bleiben. Kann sich jetzt später herausstellen, dass es falsch war. Werden wir jetzt gleich sehen. So, wenn wir jetzt, das ist jetzt einsichtig, dass die 1 hier stehen kann im Moment. Was mache ich denn dann? Wie geht es jetzt weiter? Ja? Dann drücken wir eine Stelle auf und probieren da die 1 wieder aus. Und probieren die 1 wieder aus. Haben Sie sich das Video vom letzten Jahr angeschaut? Nein. Genau, warum probieren wir die 1 wieder aus? Warum nicht die 2? Ja? Weil wir immer pro Kästchen die Zahl von 1 bis 0 ausprobieren, ganz stumpf vorne. Genau, weil das Programm total doof ist. Und immer nur die Zellen sind. Sie sitzen jetzt hier und haben hier den großen Überblick und kognitive Fähigkeiten, die ihre Computer weiter steigen. Das Programm sieht natürlich immer nur die aktuelle Zelle. Und fängt dann einfach an mit der 1. So. Jetzt stellt es fest, das geht nicht, weil in derselben Zeile und in demselben Block auch die 1 steht. Das heißt, dass wenn ich den Schwamm gefunden habe, ich das auch diese Zeile kann. Man sagen. Liegt auf dem Boden. Ja. Wo liegt er? Auf dem Boden. Danke. So, wie geht das jetzt? Wie geht das, das dann jetzt also weiter? Ich stelle jetzt fest, die 1 kann nicht rein. Was machen wir also? Ja. Wir erhöhen um 1 und gucken auf die 2 hinzu. Genau, wir tragen jetzt die 2 ein. Geht auch nicht. Als nächstes tragen wir die 3 ein, geht auch nicht. Also tragen wir die 4 ein. Testen wieder, das funktioniert. Es passiert genau wieder dasselbe wie vorhin. Wir rücken ein Feld weiter. Fangen mit der 1 an. Merken, es geht nicht. 2 geht nicht. 3 geht nicht. 4 geht nicht. 5 geht nicht. 6 geht nicht. 7 geht nicht. 8 geht nicht. 9 geht nicht. Also steht die 10 drin. Was bedeutet das, wenn da eine 10 drin steht? Ja? Dass irgendwas fehlerhaft ist. Genau. Eine 10 kann hier nicht sein. Irgendwas muss also falsch sein. Und wo muss was falsch sein? Ja? Irgendwo weiter vorne. Das kann jetzt direkt hier sein, das kann aber auch hier sein. Oder noch weiter vorne, weil vielleicht irgendwo unten wäre. Also in dem Moment, wo wir in so einem Feld, wo wir auf eine 10 stoßen, stellen wir fest, hier ist irgendwas grundsätzlich falsch. Was müssen wir dann machen? Ja? Wieder einen zurück, ja, und diese Zahl dann korrigieren. Und wie korrigieren? Eins erhöhen. Eins erhöhen, genau. Jetzt erhöhen wir hier um 1. Wenn man sich das jetzt ganz genau anschaut, dann sieht man, die 9, die 6, die 8 und die 5, die können alle nicht hier sein. Die müssen also in diesen 4 Feldern stehen. Ja, das können wir jetzt aus der Logik erkennen. Und das wiederum bedeutet, dass die 1 auch falsch ist. Das würde das Programm jetzt irgendwann wieder merken, wenn es hier nämlich versucht, wieder was einzutragen und es wieder nicht funktioniert. Ja, und irgendwann, dann geht es wieder zurück,
erhöhe ich hier auf 6. Und jetzt wieder zurück, erhöht auf 7, auf 8, auf 9, funktioniert immer noch nicht den linken Gang, erhöht auf 10, dann ist also hier die 10. Und die 10 mal das Zeichen ist 1 zurückgehen. Und dann geht es hier los. Ja, also der wird bis hier die 5 drinsteht, relativ lange vor und zurücklaufen. Ja, und das ist jetzt richtig, was Sie gesagt haben, wir haben unheimlich viele Schleifen so die Leute. Ich habe ein Beispiel gefunden, das ist auch im S2N drin, mit 203 Millionen Rücksprüngen. Ja, das sind ein paar Milliarden Schleifen. Genau, also das ist erstmal das Grundprinzip. Ich möchte jetzt nicht damit anfangen, diesen Lösungsalgorithmus aufzuschreiben, sondern wir wollen uns dem Problem jetzt erstmal langsam annähern. Das heißt, was werden wir in jedem Fall brauchen für unser Programm? Was haben wir denn hier ganz oft jetzt gemacht? Außer dem Vor- und Zurückspringen, ja? Ja, wir brauchen nur mehrere Arrays. Mehrere? Also wir brauchen mal mindestens ein Array, das stimmt. Ja. Warum sind Sie der Meinung, wir brauchen mehrere? Dann sag ich mal, mehrere Kästchen da sind und mehrere Reihen. Und sag ich mal, in jeder Reihe dann 9 Plätze sein sollten und jeden Zahl miteinander vergleichen können. Ja. Was ist das denn hier? Was habe ich denn hier angezeigt? Ja? Also, man kann es als zweidimensionales Array. Das ist doch eigentlich ein zweidimensionales Array. Oder? Und was schreiben wir dann rein? Welchen Typ? Int. Int. Oder Short. Oder Short, ja. Wir nehmen Int. Speichern es. Und vielleicht will ich einfach mal ein Array mit einer Kantenlänge Größe 65.000. Oder eine Pseudonym mit Kantenlänge Größe 65.000. Okay. Also wir speichern das hier, das liegt nahe in einem Integer-Array. Und wenn wir jetzt an die Funktionalität dieses Programms denken, was hat das denn eigentlich permanent gemacht? Wir sind jetzt ein bisschen vor und zurück gesprungen, aber was ist da immer gemacht worden? Ja? Immer eine Schleife durchgelaufen von 1 bis 9. Und ja, und, aber wenn jetzt eine Zahl eingetragen war, ja? Wurden immer wieder die Zahlen überschrieben. Ja, aber warum hat das Programm denn das überschrieben? Ja? Es gab immer eine Bedingung, die geprüft werden musste. Genau, wir müssen immer, also wir müssen permanent prüfen, ob die aktuelle Einfügung funktioniert. Ja? Und wie macht man das, wenn ich irgendwas immer wieder machen muss? Ja? Methodisch was? Mit der Methode, genau. Das heißt, wir schreiben uns jetzt erstmal Hilfsmethoden, die in der Lage sind, für ein Integer Array, in dem die Zahlen drinstehen, und eine Zahl, die wir prüfen wollen, und ein Feld, in dem wir prüfen wollen, eben tatsächlich die Überprüfung macht, ob die Einfügung zulässig ist oder nicht. Wir haben aber noch ein anderes kleines Problem. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt irgendwie es hingekriegt, hier Zahlen reinzuschreiben. 5, 6, 1. Und aus irgendeinem Grund sind wir jetzt hier wieder auf eine 10 gekommen. Was passiert denn da jetzt? Ja. Ja, wir müssen vielleicht noch irgendwie wissen, welche Zahlen schon gegeben sind, dass wir die nicht mehr verändern können. Genau, wenn wir jetzt nämlich hier feststellen, hier ist ein Fehler, springen zurück, dann dürfen wir hier was tun? Die erhöhen, weil die sind. Genau, wir dürfen die nicht erhöhen, weil die eine Vorbelegung ist. Ja? Eine Vorbelegung dürfen wir einen Sprung spielen. Wie machen wir das? Wie kann man das jetzt clever abspeichern? Ich würde nochmal ein zweidimensionales Array mit Boolean-Werten anlegen. Ja, damit ein zweidimensionales Array mit Boolean-Werten anlegen und reinschreiben, true ist Vorbelegung, false ist nicht Vorbelegung. Ich sage, wir brauchen kein extra Array. Ja? Kann ich Zahlen als Final deklarieren, wenn man nicht mehr zu verändern? Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht sicher bin, ob sich einzelne Zellen eines Arrays als Final deklarieren lassen. Bin ich nicht ganz sicher, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es geht nicht.
Was kann man denn noch machen? Ja? Man könnte einfach dreimal zurückgehen auf die 6 dann verändern. Ja, aber wir müssen ja wissen, dass wir hier nicht weitergehen dürfen. Wir müssen ja irgendwie rausfinden, hier dürfen wir nicht erhöhen. Hier müssen wir weitergehen. Na, welche Ziffern stehen denn nur drin? Welche sind denn überhaupt nur zulässig in dem Ding? 1 bis 9. Also was können wir denn jetzt machen? Ja? Man kann einfach 10 draufrechnen. Man kann 10 draufaddieren. Dann müssten wir sozusagen immer gucken, ob die Zahl kleiner ist als 10. Und wenn sie größer ist als 10, wäre es eine Vorbelebung. Das ist ein bisschen ein ekliges Geschäft. Ja? Jetzt sind wir uns gerne. Ja, sehr schön. Wir tragen hier negative Zahlen. Dann müssen wir nämlich nur gucken, ob die Zahl negativ ist. Und zum Rechnen verwenden wir was? Mal minus 1. Mal minus 1, und was ist das? Wie nennt man das? Invertieren. Den positiven Teil einer negativen Zahl. Mathe 4. Klasse, ja? Der Betrag. Ja, also immer wenn wir auf das R zugreifen, dann können wir den Betrag verändern. Genau. Dann wollen wir mal. Also zuerst sollen wir die Methoden schreiben, die einfach nur testen, ob eine Einführung zulässt. Brauchen wir erstmal eine Klasse. Die heißt Sudoku-Solver. Im S2N heißt die Sudoku-Solver Brute Force, weil ich da noch ein paar andere Spielereien drin habe. Mit dem Anfang eines Logik-Solvers. Aber das ist jetzt auch unmöglich. Wir werden auch feststellen, dass es noch andere Methoden in der Klasse drin sind. Ich will jetzt aber die naheliegende Variante erläutern. So, also, was müssen wir alles prüfen? Wir haben einmal zu prüfen, ja? Wir müssen prüfen, ob die Zahl schon in der Reihe und in der Spalte ist. Reihe und Spalte und was noch? In welchen Kasten die Zahl ist und ob in diesem Kasten noch andere. Genau, also den Block, die Spalte und die Zahl. Das müssen wir prüfen. Ich schlage mal vor, wir machen dafür 3 Methoden. Es gibt im S2N eine Lösung mit einer Methode, die ist jetzt aber nicht so intuitiv. So, also, public, static, und die nennen wir jetzt mal Zeile OK. Die wollen wir also fragen, ist es für diese Zeile OK, dass ich die Zahl eintrage? Was sagt die uns dann? Was antwortet die? War jemand anders? Ja? Ja oder nein? Ja oder nein ist? Und das ist? Null. Genau, so, was brauchen wir alles? Wir müssen irgendwie in diese Methode reinstopfen unser R. Das ist, glaube ich, gut. Einsichtig, oder? Wir hatten festgestellt, das ist ein zweidimensionales Integer-R. Was müssen wir noch reinstopfen? Ja? Die Position. Die getestet werden soll. Die getestet werden soll. Was müssen wir denn jetzt hier ganz genau nehmen, ja? Also die Indizes von dem Array, also x und y zum Beispiel. Ja, was wäre, wenn wir jetzt die Frage stellen, ist diese Zeile in Ordnung, also ist es in Ordnung, dass ich in dieser Zeile diese Zahl einfüge, was wissen wir denn dann schon? Die Zeile. Also die gehen wir auch nicht, ja? Wir fragen ja für eine bestimmte Zahl. Darum muss ich dann wieder unser Solver kümmern. Er muss dann wissen, in welcher Zeile wir gerade sind, aber das ist ja irgendwie naheliegend. So, was müssen wir noch mitgeben, damit die Methode das überprüfen kann? Ja? Und die Zahl, die reinkommt. Die Zahl, die ich einfügen kann. So, ich schreibe mir noch ein bisschen Platz sparen. Ja, wie geht das jetzt? Wie? Nehmen wir mal an, wir sind jetzt mit unserem das Verfahren irgendwie hier angelangt und wollen jetzt überprüfen, ob in das Feld eine 3 rein darf, indem wir prüfen, ob in dieser Zeile schon eine 3 verfügbar ist. Ja, also wenn hier schon eine 3 drin ist,
dann darf in das Feld keine 3 rein. Ja, wie mache ich das jetzt? Ja? Vorschlag. Kann ich noch vorschlagen, genau. Also vor, in i gleich 0. Kleiner als was? Ja? 10. I kleiner 10, oder ich schreibe i kleiner gleich 9, weil wir da die Zahl verwenden, die auch die definierende ist. Wenn ich es für beliebig große Sudokus können wollte, was müsste ich dann hier schreiben? Dann müsste ich die Länge noch mit rein eingeben und als Variable. Nee, das ist nicht. Ja? Die Länge des Arrays? Die Länge des Arrays, ja. Das Array ist quadratisch. Also prinzipiell funktioniert das Verfahren auch, sagen wir mal, für ein Array der Seitenlänge 32. Dann ist unser Marker eben nicht die 10, sondern die 33. Das ist der Einfachheit halber. Und dann machen wir hier die Plus. So. Und was prüfen wir jetzt? Ja? Die Zeile. Die Zeile, also geht. A an der Stelle I. A an der Stelle I. Was steht vor dem Array? Zeilen oder Spalten? Kommt drauf an. Wir müssen uns so irgendwie drauf einigen. Was haben wir bisher immer genommen? Wer weiß es noch? Zeile. Immer die Zeile. Also was schreibe ich jetzt hier rein? Zeile. Die Zeile. Die Zeile ist das, was hier kommt. Als Parameter. Und dann ist richtig, dann kommt unsere Laufvariable i, die jetzt hier die Spalten läuft. So, was muss gelten oder nicht gelten? Ja? Ja, wenn es vielleicht der Zahl ist, dann return for. Genau. Wenn wir in dem Feld, das wir gerade prüfen, in unserem aktuellen Schleifen durchgenommen. Wenn wir da drin die Zahl finden, dann ist die Zahl ja nicht okay, dann müssen wir vor zurückgehen. Dann müssen wir sagen, nein, die 3 kann ja nicht eingefügt werden. So, und jetzt haben wir ja auch diese Sache mit den negativen Zahlen, deswegen prüfe ich jetzt nicht die Zahl, sondern den Betrag der Zahl. Und das geht so. Dann machen wir, was ich gerade richtig sagte, return false. Also wenn wir einen Fehler finden, verlassen wir einfach die Methode sofort. So, wann sagen wir denn true? Ja? Wenn wir keinen Fehler finden. Und wann wissen wir, dass wir keinen Fehler gefunden haben? Ja? Ja, wenn wir durch die Zeile gelaufen sind, durch die Vorschleife gelaufen sind. Einmal die ganze Zeile durchgelaufen sind, wenn die Vorschleife also zu Ende ist. Das ist auch ein Muster, was jetzt auch in den Übungsaufgaben häufiger aufgetaucht ist. Ja. Und, So prüfen wir, obwohl wir jetzt überhaupt noch nicht wissen, wie unser Solver funktioniert, so prüfen wir aber für irgendeine Zeile, ob ich da eine bestimmte Zahl einfügen darf oder nicht. Für die Spalte schreibe ich es jetzt mal einfach auf, weil das jetzt irgendwie kanonisch ist. Das können Sie sich vorstellen. Wir gehen jetzt nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten nach genau demselben Verfahren. Ja? Das schreibe ich jetzt einmal auf. Public Static Boolean. Spalte, okay. Und hier geben wir wieder ein Array. Eine Spalte diesmal. Ja, das ist immer die Nummer. Das glaube ich ist Ihnen klar. Ja? Dass ich immer über die Nummer der jeweiligen Spalte oder Zeile rede. Was ist? Und die Zahl, die wir prüfen können. Ja, dann schreibe ich das hier oben einfach. Vor eben gleich 0, i kleiner 9. Dann gleich mal.
Und jetzt ist es ein bisschen anders. Was ist jetzt anders? If A an der Stelle. Jetzt kommt an der Stelle I. Jetzt kommt I, weil wir die Zeile durchlaufen von oben nach unten und die Spalte fest. Und dann kommt hier die Spalte, ja? Und das gleich den Betrag von der Zahl ist. Ja, dann machen wir Return False, weil wir die Zahlen gefunden haben und nicht mehr einfügen dürfen. Und ansonsten machen wir Return False. Wir haben ein eindimensionales Array oben eingegeben. Oh, ja. Danke. So. Und hier sieht man jetzt, dass es mit diesem Negativ halt sehr schön ist. Jetzt muss ich nicht prüfen, ob ich 10 abziehen muss. Sondern jetzt kann ich einfach immer den Betrag nehmen. Ja? Der Betrag einer positiven Zahl ist einfach die Zahl selbst. Der Betrag der negativen Zahl ist eben die entsprechende positive Zahl. Und das ist ein schöner Trick, den sich auch merken sollte, um bestimmte Sachen markieren zu können. So, was fehlt jetzt? Bei den Prüfungen. Der Block. Der ist jetzt ein bisschen komplizierter. Schauen wir mal. So, wir brauchen wieder unser Array. Und wir wollen, dass die Solve-Methode sich um möglichst wenig kümmern muss, um möglichst wenig Verwaltungsinformationen. Ja? Ich habe noch eine Frage, und zwar müssen wir den Betrag von der Ausgabe, also von dem, was wir auf dem Array abfragen. Ja, Sie haben recht. Natürlich. Wir müssen den Betrag von dem, was im Array steht, nehmen. Also, A an der Stelle Zeilen und I weil wir im Array die negative Zahlen haben und die Zahl, die wir ausprobieren, ja immer eine ist, die funktioniert. So. So muss es sein. Also unsere Solve-Methode, die soll möglichst wenig Aufwand damit betreiben, jetzt auszurechnen, zum Beispiel in welchem Block wir sind. Was wird die denn aber, wenn wir jetzt nach und nach hier immer durchlaufen, was wird die denn auf jeden Fall wissen? Ja? Ja, wie viele Stelle es ist. In welchem Feld wir gelassen haben. Genau, das wird die auf jeden Fall wissen. Wie auch immer sie das weiß, aber sie weiß es, ganz sicher. Das heißt, es wäre jetzt ziemlich schlau, wenn wir dieses rausfinden, welcher Block das eigentlich gerade ist, wenn wir das auch in diese Methode verlagern. Also wenn die Methode das selber rausfinden muss und wir einfach nur mitliefern, an welcher Stelle wir gerade sind. Ja? Das würde jetzt dazu passen, dass diese Methode hier gut abgegrenzt ist. Die kümmert sich eben darum, ist ein bestimmter Block, ist da eine Einfügung möglich, und zwar in Bezug auf eine bestimmte Stelle, die wir mitliefern. Wie werden wir so eine Stelle mitliefern, also das Feld, wie wurde das Feld gekennzeichnet? Ja? Durch die Zeile und Spalte. Durch Zeile und Spalte, ja, das ist jetzt anders. Also Feld, Zeile, in Spalte
und dann kommt noch die Zahl, die wir prüfen wollen. So, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Nehmen wir mal an, wir sind in dem Feld. Dann müssen wir diesen Block prüfen. Das Feld, wie heißt das jetzt? Ja, das schreibe ich jetzt mal dran. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. So, und dann heißt das 4, 5, ja? Wie werden wir denn wahrscheinlich durch diesen Block hingeschlafen? Was hatte ich dazu gesagt? Zweidimensionale Daten, die laufen wir da durch? Ja? Ja, Zeile für Zeile, sondern man ist. Und wie heißt das Konstrukt, was wir dafür nehmen? Gedachtengestalt. Das heißt, wir müssen irgendwie wissen, wo wir anfangen müssen und wo wir aufhören müssen. Wenn wir jetzt die Information 4, 5 haben, wie finden wir denn dann raus, dass wir bei 3, 3 anfangen müssen? Oder wenn wir die Information 4,6 haben, selbst das Feld, wie findet man dann raus, dass wir bei 3,6 anfangen müssen? Ja. Immer bei der letzten, die durch 3 teilbar ist. Immer bei der letzten, die durch 3 teilbar ist. Ja? Also wir müssen doch die Zahl finden, die nächst kleinere durch 3 teilbar ist. Oder die nächst kleinere oder gleich. So, und wie geht das? Also wir werden sowas brauchen wie einen Minimumzeiger, also wo wir anfangen. Wie rechnen wir das jetzt aus? Ja? Modulo 3 und dann minus den Rest. Also minus Modulo 3. Die Zeile minus Modulo 3. Ja. Jetzt sind wir in Zeile 4. 4 Modulo 3 minus ist 1. 1. Minus 1 ja, genau. Ist 3. Ja? Also 4, die aktuelle Zeile, minus Zeile Modul 3. Ja, wenn die Zeile jetzt nicht machen, ist ja die fünfte Zeile. Dann wäre es 5, minus 5 Modul 3 wäre 2. Der 2 und 5 minus 2 ist 3. Würde stimmen. Genau, so können wir es machen. In dem Quellcode steht eine andere Lösung. Da habe ich als Lösung, teilen erst die Teile durch 3 und multiplizieren sie wieder mit 3. Das geht auch. Ja. Wir können also ganzzahlig durch 3 teilen und dann 3 mal nicht. Geht auch, wenn wir jetzt hier die Zeile minus Zeile minus 3. Ja, mit der Spalte ist es jetzt kein Hund. Das ist dann mit Spalte genau dasselbe. Ja? Spalte minus Spalte Modul 3. So, das gehört hier zu Max. Das sieht man zu aus. Okay, wenn wir das jetzt wissen, wir haben jetzt also die Position, an der wir loslaufen müssen. Mit unserer Spalte. Bis wohin müssen wir denn laufen? Ja? Ja, Maxzeile ist dann Minzzeile plus 3. Genau, wir müssen also von dem Wert plus 3. 3. Also kleiner als 2. Also entweder immer kleiner und plus 2 oder kleiner gleich und plus 2.
So, und dann sagten sie ja richtig, wir nehmen den Schatten, die Schleife, also vor und anbleiben. Fang an bei der Windseite. I kleiner Windseile plus 3. Warum habe ich jetzt kleiner genommen? Wir müssen jetzt langsam so wissen, wie ich das so sehe. Ja? Ja, damit man das mit der 3 besser sieht, dass man 3 Felder geht und kleiner, damit man halt sozusagen das 5. nimmt und nicht das 6. Genau, also damit hier die 3 steht, weil die 3 die Größe ist, die sozusagen diesen Block bestimmt. Wenn da eine 2 stehen würde, müsste man erstmal nachdenken. Warum steht da eine 2? Bei einer 3 ist klar, das ist die Blockgröße. Also geht es auch wieder um Wortbarkeit und Verständlichkeit. Dann könnte man aber auch die Blockgröße modular machen, wenn man sagt, man hat auch Möglichkeiten, das größer zu machen, kann man auch die Blockgröße. Man müsste die Blockgröße modular machen und es würde sogar nur funktionieren, wenn man tatsächlich als Seitenlängenquadrat sein würde. Sonst würde es nicht richtig funktionieren. So, jetzt kommt die andere Schleife, die läuft über die Schleifen. Und jetzt kommt wieder die Prüfung da hinten drin. Was prüfen wir jetzt? Genau, wir prüfen jetzt an der Stelle hier. Ja, dann gehen wir vor wieder zurück. So, wie viele Prüfungen machen wir bei erfolgreicher Einfügung? Wenn wir eine Zahl erfolgreich einmal einfügen. Wir müssen die Zeile prüfen und die Spalte und den Block. Wie viele Schleifenschleife sind das? Schade. 27. Ja? Sagen Sie? Ja, also wir haben 4 Vorschläge. Nee, wie oft wird diese Prüfung ausgeführt? Und die und dies. Also wie viele Schleifen so läuft ihr insgesamt? 27. Ja? Also wenn wir nur eine Zahl, die wir tatsächlich danach einfügen, das muss noch nicht mal eine richtige sein. Wenn wir für die festgestellt haben, die dürfen wir einfügen, dann haben wir 27 Vergleiche gemacht. Also Sie sehen schon, dass das ziemlich explodiert. So, damit haben wir jetzt alles erledigt, was mit dem Thema Prüfen zu tun hat. Jetzt können wir uns an unseren Solver ran machen. Ah ne, wir müssen noch ein anderes Thema besprechen. Für den Solver. Ich mal das noch einmal auf. Wir müssen noch mal drüber reden, wie wir uns jetzt durch dieses Spielfeld durchbewegen. So, wir nehmen jetzt mal an, wir tragen hier eine Zahl ein und dann geht es ja hierhin weiter.
Wie ist denn die Operation, die dazugehört? Also was tun wir? Welche Informationen halten wir? Das haben wir gerade gesagt. Was weiß das Säule? Ja? In welcher Zeile und Spalte wir sind. In welchem Feld wir gerade sind. Und wenn wir jetzt diesen Sprung machen, was müssen wir dann tun? Ja? Die Spalte inkrementieren. Wird die Spalte um 1 erhöht? So. Was jetzt? Ja? Ja, wenn man die Spalte erhöht hat, wir haben die Zeile erhöht. Genau. Statt der Spalte zu erhöhen, müssen wir jetzt machen, also wir machen normalerweise Spalte plus plus. Und jetzt an der Stelle müssen wir aber was machen? Zeile plus plus. Zeile plus plus. Reicht aber noch nicht. Ja? Und Spalte gleich 0. Und Spalte gleich 0. Dann kommen wir hier hin. So. Was passiert denn, wenn wir hier sind und zurück müssen? Das ist der Hinweg. Und zurück müssen wir machen, normalerweise Spalte minus minus. Und wenn wir an so einer Ecke angekommen sind, müssen wir machen, Zeile minus minus und Spalte gleich. So, wenn Sie sich das jetzt mal anschauen, wir werden relativ häufig feststellen, wir müssen vor- und zurückspringen. Was für ein Gefühl kriegen Sie denn, wenn Sie das hier so sehen? Dass Sie sich dann selber beim Programmieren sehen, ja? Ja, was soll das wieder in Methoden schreiben? Am besten. In Methoden schreiben? Warum? Also was nehmen Sie denn wahr, wenn Sie das jetzt hier so sehen? Ja? Also es wird sich oft wiederholen. Es wird sich oft wiederholen und was ist denn? Also, ja? Das ist immer eine Bedingung, die man prüfen muss. Immer eine Bedingung, die man prüfen muss, ist ziemlich umständlich. Ja? Also wenn ich das so sehe, dann kriege ich schon irgendwie, wird mir schon komisch. Ich habe es in der ersten Version, die ich gebaut habe, tatsächlich so implementiert und habe dann später eine viel cleverere Lösung gefunden. Ja? Ja, können Sie vielleicht nochmal erklären, wie Sie auf die 8 gekommen sind? Na hier. Wir haben 9 Zeilen und 9 Spalten. Dann ist die letzte die Nummer 8. Okay? Ja. Weil die erste Nummer 0 ist. Was wäre denn eigentlich schön? Beim Durchlaufen. Wenn man was durchläuft, was ist denn dann schön? Wenn man nicht so Sachen machen muss, sondern einfach immer durch inkrementieren kann. Von einfach hier auch wieder inkrementieren könnte. Ja, also wenn ich statt Spalte plus plus sowas machen könnte wie Feld plus plus. Und wenn ich hier machen könnte Feld minus minus. Ja, warum machen wir das nicht? Wir können uns doch, ja? Wenn wir uns Methoden machen, die dann Feld minus minus und plus plus machen. Brauchen wir nicht. Nehmen wir mal an, das wäre nicht so organisiert, sondern es würde alles hintereinander liegen, zeilenweise. Wie gesagt, das ist jetzt ein Erkenntnisprozess, den ich letztes Jahr schon mal durchgemacht habe. Das sieht man jetzt nicht erst mal. Ja? Ja, man könnte es in eindimensionales Array schreiben. Ja, das zweidimensionale Array ist gar nicht so schlecht. Das ist schon gut geeignet. Außerdem gehen unsere Methoden jetzt alle so. Das wäre jetzt vielleicht zu viel Arbeit. Nee, ich würde jetzt mal sagen, wir machen das so und überlegen uns was Schlaues, wie es dann trotzdem funktioniert. Wenn wir jetzt immer Feld plus plus machen, wie heißt denn das Feld? Was ist die Nummer von dem Ding? Ja? Null. Das ist Feld 1, Feld 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
15. 18. 26. Wie heißt das? Wie viele sind es insgesamt? 9 mal 0? 81 minus das erste, weil das 0 ist. Also das hier ist Feld 80. So, so machen wir das. Was bedeutet denn das? Wir werden ja wahrscheinlich im Durchlauf immer die Zeile, die Spaltennummer brauchen. Also wir rechnen jetzt mit so einem Feld, wir erhöhen immer das Feld. Was müssen wir denn dann immer machen? Ne? Ja, geteilt durch die Spaltenanzahl. Ist was? Ist die Zeile, oder? Also wie berechnen wir jetzt aus der Feldnummer die Zeile? Wir haben jetzt, sagen wir mal, Feldnummer 15. Ja? Geteilt durch 8. Geteilt durch 9. 15 geteilt durch 8. Durch 9? 15 durch 9 ist? 1. 1. 26 durch 9 ist? 2. 2. Richtig. 2 durch 9 ist? 0. 0. Also, Zeile ist Feld durch 9. Und Spalte? Feld Modulo 9. Das Feld Modulo 9, genau. So, und jetzt haben wir das ganze Handwerkszeug zusammen, um unseren Server aufzubauen. Ja, und jetzt können wir tatsächlich immer vor und zurück drücken. Achso, wann sind wir eigentlich fertig? Wann ist es komplett gelöst? Wann ist es fertig? Ja? Wenn wir bei Feld 80 angekommen sind. Feld 80 angekommen, was noch ein bisschen präziser? Ja? Eine gültige Zahl in Feld 80. Ja. Wenn wir eine gültige Zahl in Feld 80 haben, was wird denn danach direkt passieren wahrscheinlich? Ja? Man springt zu Feld 81. Wir werden auf 81 springen. Und sobald wir bei 81 angekommen sind, sind wir fertig. So wie das bei den meisten Schleifen ist. Die 10 als Höhe und die Bedingung prüft der bestimmten. So, und das wollen wir jetzt machen in einer Methode, die heißt Solve. Was geben wir denn in die Methode, die das Ding lösen kann, rein? Was werfen wir da rein? Ne? Das Array. Das Array. Sozusagen ein Zeiger auf den Speicherbereich
in dem das RNG ganz genau betrachtet, ist das auch wieder Corner Value, weil wir nämlich den Wert des Zeigers kopieren. Aber in der Praxis ist es halt ein Zeiger, den wir übergehen, und der dann auch den Speicherbereich weist. So, ich will jetzt einmal illustrieren. Nehmen wir mal an, wir haben einen Integer, der heißt x und hat den Wert 42. Was passiert dann im Speicher? Ja, wir haben diese Kiste, auf der steht drauf x und int, und in der Kiste drin liegt eine 42. Das Bild kennen Sie aus der Vorlesung von letzter Woche auch mit den Arrays. So, jetzt machen wir ein int Array a ist gleich new int 5, sagen wir mal. Was passiert? Ja? Da liegt auch dann in der Kiste liegt praktisch drin die, der Zeiger auf den Anfang von dem Array. Genau. So, wir gehen jetzt von hier unser A und haben hier einen Speicherbereich mit 5 Integerzahlen. Und hier drin liegt ein Zeiger, der zeigt hier. Also das ist einfach so eine Adresse, eine Hexadezimalzahl. So, und wenn wir jetzt machen, int b ist gleich irgendwas, was nicht deutsch ist. Ist gleich a. So. Was würden Sie denn? Was hätten Sie denn jetzt angenommen bisher, was da jetzt passiert? Also was würde man jetzt erstmal annehmen? Ja, man würde wahrscheinlich erstmal annehmen, dass dann der Array dahin, also dass es derselbe Array ist. Also nicht derselbe, sondern der gleiche. Achso, ja, ich hätte jetzt vermutet, dass Sie annehmen, es wird ein zweiter Speicherbereich gemacht und alle Werte dann kopiert. Tatsächlich passiert aber das, was Sie gerade gesagt haben. Wir machen noch so die Kiste. Da steht von Band B. Und da drin liegt ein Zeiger und der zeigt genau auf denselben Speicherbereich. Ja, ich dachte auch, der zeigt auf A. Wie bitte? Ich hätte jetzt gedacht, der zeigt auf A und A zeigt wiederum auf das Array. Nee. Okay. Der Wert, der in A drin steht, ist ja ein Zeiger und der wird nach B kopiert. Okay. Ja. Also der Zeiger wird hier einfach wie ein primitiver Datentyp behandelt. Ist er ja auch, ist einfach eine Zahl. Ja. Und da wir letztendlich immer nur hier dran rumwurschteln, mit diesen Befehlen, haben wir auch nur die Zeiger in der Hand. Erst wenn wir eckige Klammern benutzen, kommen wir an den Bereich hier unten ran. Ja. Und was macht er dann nämlich, wenn der nämlich in der eckigen Klammer zum Beispiel eine 1 liest, dann zählt er auf die Zahl, die hier drin steht, einmal 64 Bit drauf. Und wenn er dann eine 5 liest, zählt er 5 mal 64 Bit drauf und springt dann an die Stelle. Ja. So funktioniert der Zugriff in ein Array. Und beim Methodenaufruf passiert eben genau das. Es gibt einen neuen Namen, dass der jetzt hier gerade A ist. Das ist Zufall, weil ich A immer für Arrays benutze. Aber auch hier gilt, der Name ist lokal für die Methoden. Dass wir diesmal eben den Zeiger kopieren, und da ich das mit Zeiger kopieren, haben wir Zugriff auf die Originaldaten. Da müssen Sie aufpassen, wenn Sie mit Methoden zu tun haben, da können Sie nicht einfach das Original ändern, es sei denn, wir wollen es so wie jetzt, sondern müssen sich im Zweifel eine Kopie anlegen. Dazu sage ich nachher auch. So, das heißt, wir haben jetzt eine Methode definiert, die ein Integer-Array entgegennimmt und in diesem Array direkt drin die Lösung schreibt. Ja, wir erzeugen also keine Kopie und geben die zurück, sondern wir lösen sie direkt. So.
Ja, was brauchen wir auf jeden Fall? Wir haben das Array, das kriegen wir rein, aber was brauchen wir jetzt? Genau. Wir hatten ja gesagt, wir müssen irgendwie durchlaufen. Ja? Eine schachtliche Schleife, die das Array durchschleifen. Ja, wir brauchen die schachtliche Schleife, die das Array durchschleifen, aber ich bin jetzt nicht mehr so sicher, ob wir brauchen. Ja? Wir brauchen eine Schleife, die Felder durchläuft. Wir brauchen eine Schleife, die Felder durchläuft. Und damit die Schleife die Felder durchläufen kann, brauchen wir erstmal was? Ja? Den Zähler für das Feld. Den Zähler für das Feld. Wenn man das zweite Wort beim Schreiben des ersten schon denkt. Das initialisieren wir mit 0, das hatten wir ja vorhin gesagt, das Feld oben links heißt 0. So, und jetzt kommt unsere Schleife, jetzt geht los. Wie lange wollen wir laufen, haben wir gesagt? Ja? Bis das Feld einatmet. Bis gibt es nicht, nicht so lange. So lange wie das kleine, wie das kleine ist, als. Schreiben, weil. Feld kleiner als 81. Wenn man jetzt einen allgemeinen Solver wieder bauen würde, würde man. Länge von A mal Länge von A nehmen an der Stelle. So. Und was hat man noch gesagt? Was brauchen wir, um diese Methoden aufrufen zu können? Genau. Ja? Ja, die Zeile und Spalte. Zeile und Spalte. Da steht aber oben rechts, wie wir die berechnen. Also das machen wir zuerst. Ja. Zeile ist gleich Feld Durchlauf, oder? Ja. Spalte ist Feld Modul. So, und jetzt haben wir, jetzt sind wir mal tatsächlich an so ein Feld angekommen, machen Zeilennummer, haben die Spaltennummer. Und müssen jetzt mal eine Annahme darüber machen, was wir in das Feld eintragen wollen. Wie geht das los? Achso, nein, wir müssen noch mal anwissen. Wann dürfen wir mit dem Feld nichts, ja? Wenn da eine negative Zahl drin steht. Wenn eine negative Zahl drin steht, dürfen wir mit dem Feld mal nichts machen. Das heißt, den Fall müssen wir erstmal ausschließen. Also, was muss gelten? Die Zahl muss größer als 0 sein. Das ist jetzt A. Eine Stelle Zeile und Spalte ist größer als gleich. So, jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten. Wie geht es denn jetzt los? Wir sind jetzt am ersten Feld, in dem anderen ist keine Vorbelegung drin, also oben links. Ja, ja, da ist eine 0 drin. Also im Feld steht jetzt eine 0 drin, genau. Was wollen wir einfahren? Ja? Nein. Eine 1. Also, was sehen wir jetzt, welche Zahlen nehmen wir? Nehmen wir mal an, wir würden nicht. Wir wären jetzt auf dem Rückweg. Na, ich zeige das nochmal. Nehmen wir mal an, wir hätten festgestellt, die 1 ist falsch. Und kommen jetzt zurück. Was müssen wir denn dann an der Stelle machen? Was hat man gesagt? Ja? Um 1 erhöhen. Um 1 erhöhen. Und wenn wir von hier kommen, und hier steht eine 0 drin, was müssen wir dann machen? Um 1 erhöhen. Wir erhöhen also immer um 1. Und das machen wir jetzt. Ja? Er muss einfach A an der Stelle, die da halt Teil Spalte ist, nicht andersrum. A an der Stelle Teil Spalte, plus plus. Ja,
Der Kollege meint jetzt, wir würden in dem Array einfach um 1 erhöhen. Das würde ich jetzt nicht machen, sondern wir müssen ja noch prüfen, ob wir das überhaupt dürfen. Und bei der Prüfung würde die gesamte Zeile durchlaufen. Wir testen ja jetzt nicht, ob wir an einer bestimmten Position drüber springen müssen. Ja? Wenn wir es jetzt schon eintragen würden, dann würde der Test immer fehlschlagen, weil die Zahl ja schon drin wäre. Also? Also müssen wir jetzt prüfen, nach einer Analytik-Bedingung machen und die drei Methoden eintragen. Nee, ja, aber wir müssen auch noch, wir brauchen einen Vergleich. Wir müssen ja auch noch Vergleich. Wir müssen uns eine Variable machen, wo wir erstmal die Zahl, die wir jetzt vermuten, dass wir sie eintragen können, uns berechnen. Wir können doch einfach die A Zeile Spalte plus 1 nehmen. Ja. Müssen wir die dann in eine Variable speichern? Müssen wir nicht, aber die brauchen wir häufiger, deswegen ist es super. Also das ist jetzt die Zahl, die wir versuchen einzufügen. Wenn vorher eine 0 drin war, ist es eine 1, wenn vorher eine 6 drin war, ist es eine 7. Also wenn wir vorwärts gehen, kommen wir immer mit einer 1, wenn wir rückwärts gehen, das, was drin war, ist 1. So. Und jetzt müssen wir prüfen. Dürfen wir wieder einfügen? Müssen wir nicht erst mal prüfen, ob das jetzt eine 10 ist? Damit ja, wir die 10 dürfen wir einfügen. Das würden wir dann aber merken. Okay. Das könnte man jetzt machen. Aber das macht man nachher für alle Fälle gemeinsam. Ja. Weil das kann sozusagen sein, dass wir mit 10 beim Vorwärtslaufen und beim Rückwärtslaufen. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal, das machen wir hinterher. Wir prüfen das. Möglicherweise kann man es auch vorher prüfen. Aber dann gleich sehen, was jetzt hier passiert. Also, hier. Wann wollen wir die Zahl eintragen? Ja? Wenn alles drei true ist. Ja, wenn alle drei true sind, dann wollen wir machen A an der Stelle Zeile. Wir wollen was anderes machen. Wir prüfen jetzt, dass die Zahl, wir machen jetzt eine Prüfung und stellen fest, es klappt nicht. Wenn es nicht klappt, was macht man denn dann? Ja? Und wie lange machen wir das? Bis es klappt. Oder wenn wir bei 10 ist. Jetzt sind wir bei 10 angekommen. Also machen wir eine Schleife. Genau, wir machen jetzt eine Schleife, in der wir das prüfen. Und was passiert in der Schleife? Was sagten Sie gerade? Wir erhöhen die Zahl. Ja. Dann die Zahl. Das ist das, was in der Schleife ist. So, wie ist jetzt die Bedingung? Wann müssen wir erhöhen? Ja? Ja, wenn alle drei Methoden true sind. Nee. Wenn alle drei true sind, dürfen wir einfügen. Nein. Ja? Wenn eine davon false ist und eine von vielen ist oder? Ja. Also, Zeile okay von A, Zeile, Zahl. Oder. Spalte okay von A, Spalte, okay, von A, Zeile, Spalte, Zahl. So. Was fehlt noch? Jetzt, oder eine Zahl ist gleich 10.
Ja, aber muss man, da reden wir gleich. Es fehlt aber noch was anderes. Ja? Müssen da nicht überall Ausdruckzeichen vor? Nein. Not. Ja? Entweder die Zeile ist nicht okay, oder die Spalte ist nicht okay, oder der Block ist nicht okay. Dann müssen wir die Zahl erhöhen. Was passiert denn jetzt, wenn unsere Zahl 10 wird? Müssen wir ernst zurückgeben, vielleicht. Ja, aber weil Sie sagten, wir müssen noch prüfen, ob das 10 wird. Ja? Dann wird es wahrscheinlich okay sein. Weil es wird ja noch keine andere 10 geben. Weil ja keine 10 eingetragen wird, wird es mit einer 10 immer klappen. Cool, oder? Sie haben natürlich recht. Den Fall mit der 10, den müssen wir jetzt rausfischen. Wir haben jetzt die Zahl so lange erhöht, bis wir entweder auf der 10 getroffen sind, oder alles in Ordnung. Gut, das heißt, wann dürfen wir jetzt einfügen? Ja? Wenn die Zahl wieder 10 ist. Wenn die Zahl, dann ist es als 10. Genau. Also, okay. Zahl kleiner 10. Dann machen wir jetzt was? Dann setzen wir den Wert der Zahl des Kreises auf. An der Stelle Zeile. Spalte ist jetzt Zahl. Jetzt wird eingekocht. Und das war's. Und wenn wir eine 10 hatten, was müssen wir dann machen? Was machen wir? Zurückgehen. Dann müssen wir zurückgehen. Und bevor wir zurückgehen, müssen wir auch noch was tun. Ja. Müssen wir den Wert wieder zurücksetzen auf. Genau, das ist der Wert, der jetzt in dem Feld drinsteht. Das kann ja einer sein, der ist eine 6 oder eine 7 schon drin stand. Den müssen wir jetzt wieder auf 0 setzen, weil wir festgestellt hatten, wenn wir zurück müssen, müssen wir hinter uns wieder aufbauen, also müssen wir vorne aufbauen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Wert auf 0 setzen. So, und jetzt? Ja? Das Feld und das mit. Ja, das stand jetzt mal noch nicht mit. Das muss noch rein. Das Feld muss noch eins verringert werden. Wir sind jetzt irgendwo im Sudoku drin. Hier steht die Minus 3. Hier haben wir festgestellt, es knallt. Feld muss so lange um 1 verringert werden, bis ein Gewinnfeld erreicht. Genau, wir müssen so lange Feld um 1 verringern, bis wir keine negative Zahlen finden. Wie oft müssen wir es mindestens tun? Mindestens einmal. Mindestens einmal. Und bei mindestens einmal haben wir welche Schleife übrig? Dual. Dual. Also du. Feld minus minus. Weil, und jetzt wird es witzig. Solange was gilt, ja? Solange an der Stelle, an der man das Feld befindet, solange da ein Feld bezahlt. Aber an welcher Stelle sind wir denn? An der Stelle Feld. Ja, sehr schön. Wir sind ja jetzt nicht nur an der Stelle Zeile Spalte, sondern wir machen jetzt sozusagen hier den Rücksprung. Das heißt, wir müssen jetzt immer aus dem Feld unsere Stelle berechnen. Ja? Also Feld, da oben steht, wir nehmen genau dieselben Formeln, Feld durch 9 und Feld durch 9. Und was muss damit sein? Genau, wir müssen in der Schleife bleiben, solange wir auf negativen Zahlen rumoperieren. Ja.
Wir haben eine Klammer zu viel geschlossen. So. Mit dem neu berechneten Feld. Teilen durch 9, Runden 9, haben neue Zahl die Spalte, erhöhen die Zahlen, machen das ganze Zeug, testen, ob das alles funktioniert. Und so weiter. Was fehlt denn jetzt noch? Ja? Dass wir das Feld weitergehen, also das Feld mit dem Boden. Genau, wir müssen ja auch noch vorrücken. Hier muss noch ein Feld durchführen. Wenn wir gemerkt haben, wir können die Zahl eintragen, müssen wir natürlich in dem Feld auch weiter vorrücken und dann im nächsten Feld weitermachen. So, dann kommt hier. So, jetzt fehlt aber noch was. Schauen Sie sich das mal genau an. Was ist jetzt noch offen? Wir hatten ja hier gesagt, das Ganze machen wir überhaupt nur, wenn wir eine positive Zahl haben. Was ist denn noch eine negative Zahl? Ne? Dann müssen wir ein Feld weiter. Dann müssen wir einfach ein Feld weiter machen. Ja? Also jetzt machen wir hier zu. Das ist jetzt, ich schreibe es einmal hin, hier, A an der Stelle Zeile Spalte gleich 0. Das ist die Bedingung, ja? Das ist die schließende Klammer zu der Bedingung. Und wenn das nicht gegolten hat, wenn wir also eine Vorbelegung gefunden haben, die Zahl also negativ war, dann machen wir. Else und was? Feld plus plus. So. Das war's. Seite ziehen, Methode ziehen, Klasse ziehen. Ja. Das löst du durch. Nicht so. Und das kann jetzt sozusagen, und hier sehen wir jetzt alles, was wir bisher gemacht haben. Wir haben Schleifen mit Form, wir haben geschachtelte Schleifen, wir haben Do-While-Schleifen, wir haben While-Do-Schleifen, wir haben Multiple-Arithmetik mehrmals, wir haben Indizes, die man unterwegs berechnet, wir verwenden Methoden mit verschiedenen Rückgabewerten, wir haben Arrays dabei, wir haben mehrdimensionale Arrays, wir haben gelernt, dass ein Array in situ verändert werden kann, als dass wir das Original verändern. Das ist also, glaube ich, ein ganz guter Überblick über das, was wir bisher jetzt in diesem Semester gemacht haben. Ich möchte noch ein paar Dinge zu den Arrays an sich sagen. Eine Sache noch, wie würden wir das denn jetzt hier ausgeben? Wie würden wir das zu Doku ausgeben? Eine Methode dafür ist im SVI noch drin. Ja? Auch wieder mit geschachtelten Vorschlägen. Genau. Und dann müssen wir natürlich noch eine Sache machen. Wie rufen wir diese Methode? Soll es denn eigentlich auch? Genau, also wir haben die Main-Methode. Und dann wollen wir hier wieder machen, soll zum Beispiel Pseudo. Was brauchen wir dann? Brauchen wir ein Array? Pseudo. So, jetzt wird es halt ein bisschen unangenehm. Jetzt müssen wir das da reintragen.
0,0 bis 1, -2, -0, -8, 0,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8,0. Komma und dann geht es hier so weiter. Das hier ist nicht so schön, wenn man das im Quellcode machen muss. Dafür gibt es eine Klasse, die heißt Sudoku Helper. Die ist auch im S-File drin. Da kann man die Sudokus als String schreiben. 0, 0, 1, 2, 0, 8, 0, 0, 0, 4, 7, 0, 0 und so weiter. Ja? Die macht dann aus so einer Zeichenkette so ein Array. Das kann man dann direkt in den Server reinstopfen, wenn Sie Lust haben, damit rum zu experimentieren. Sie können sich ja auch mal ein bisschen Spaß dran haben, überlegen, wie man das jetzt erweitert auf beliebige Kantenlänge. Ja, dass es dann nicht mehr mit Einstellungsziffern geht, sondern größere Zahlen braucht, ist irgendwie klar. Können Sie auch mal dran rum experimentieren, wie viele, wie Sie dann die Ausgabe so machen, dass Sie noch ordentlich formatiert sind. Ziffern, das ist Alltag, wenn es mehrstellige Zahlen sind, ist es dann nicht mehr so einfach. Und dann möchte ich aber noch ein paar Sachen zu den Arrays sagen. Arrays kopieren würde Ihnen jetzt wahrscheinlich einfallen, man nimmt eine Schleife und läuft das eine durch und kopiert dann die Werte einzeln in das andere rein. Das wäre okay. Aber es gibt die schöne Klasse Arrays, die das alles schon kann. Da gibt es Methoden, die heißen einmal toString. Da wird so ein Array schön geordnet ausgegeben. Ja, also wenn Sie mal gucken wollen, wie Ihr Array gerade aussieht, weil das Programm nicht genau das tut, was Sie sich vorstellen, dann lassen Sie unterwegs das Array mal ausgeben. Ja? Das ist wie die Klasse Math. Das sind so statische Methoden. Arrays.toString von A gibt das Ding aus. Dann kann man sowas machen. Arrays.copy aus. Da müssen wir tatsächlich jetzt mal in die API schauen, wie da die Parameterliste ist. Da gibt man aber auch A rein und B und noch ein paar andere Sachen. Und dann wird alles, was in A steht, tatsächlich in B rein kopiert. Eine echte Kopie, ja? Weil der Arrays.toString, wird das dann ausgeprintet oder wird das... Nee, Sie müssen natürlich auch noch das System ausprinten. Da kommt ein String zurück. Heißt ja auch so. Gute Frage, danke. So, dann gibt es noch Arrays.toString. Da wird elementweise verglichen, ob die Array dieselben Werte enthält. Und es gibt Booleans. Dann gibt es noch Sort. Dann kann es aufsteigend sortiert werden, das Array. Und so weiter und so fort. Also schauen Sie da mal in die API rein, was es da alles gibt. Die meisten, oder im Prinzip sind alle Sachen, die wir hier machen, schon irgendwie mal gelöst worden. Ja, ja, wenn Sie System.ArrayCopy nehmen, können Sie es direkt, also... Genau, System Array Copy gibt es auch noch. Hat leider eine etwas andere Parameterliste als Copy of. Es gibt auch noch Copy of Range, wo man den Bereich angeben kann, den man tatsächlich kopiert. Also das finden Sie alles in der API. Ich bin dann für heute soweit durch mit allem, was ich Ihnen sagen wollte.